Es ist ein sehr, sehr tolles Gefühl, wenn aus Ideen Räume werden. Wir befinden uns hier im Wallühle-Haus. Der ursprüngliche Gedanke war eben der ganz starke Bezug des Hauses zum Thema Wasserkraft hier in Montafon, speziell hier in Gaschon-Partennen, weil es eben zu Beginn als Arbeiterheim genutzt wurde. Es wurde auch als Kino genutzt. Damit hat es von sich aus schon eben einen sehr interessanten Stellenwert auch für die Ilwerke VKW und sahen es einfach als idealen Standort für einen Schauraum zum Thema Wasserkraft. Ja, bei so einem älteren Gebäude spielt natürlich die Historie eine große Rolle. Auch die Bauart und die Bauweise, die man damals gewählt hat mit dem Holzstrick, das ja eine sehr traditionelle Geschichte ist. Dieser Mix zwischen alter, historischer Struktur des Gebäudes und neuen Inputs für die Ausstellung, die zeitgemäße Darstellung, das war die Herausforderung. Der erste Plan des Auftraggebers war, die Ausstellung technisch zu erneuern. Im Zuge der Begehung sind wir aber dann sehr schnell draufgekommen, dass vor allem die jüngeren Zielgruppen viel zu wenig angesprochen werden. Daher haben wir die Avatare entwickelt, die kindgerecht Inhalte transportieren. Bei diesem Projekt sieht man ganz klar, was Vision Works leisten kann. Das beginnt beim Konzeptteam, die sich um Inhalte, um die Gestaltung kümmern, bis hin zum Verlegen der einzelnen Kabel vor Ort durch unsere Techniker und Kunde alles aus einem Guss anbieten. Das Wir ist elementar. Jeder Mensch bringt seinen persönlichen Input. Und bei Vision Works ist wirklich einmal ein Erlebnis von perfekter Zusammenarbeit. Wir haben alles gemeinsam besprochen. Jeder hat seine Sichtweisen mit eingebracht und wir haben das gemeinsam dann entwickelt. Der Energieraum ist eine Mischung aus Informationstiefe, aber gleichzeitig Unterhaltungswert mit interessanten Ausstellungsgegenständen. Im Energieraum Partennen gibt es sicher das ein oder andere Highlight. Einerseits haben wir die interaktive Projektion. Der Betrachter hat so die Möglichkeit, individuell die Inhalte abzurufen, die er gerade sehen will. Ähnlich funktioniert es im neu gestalteten Kino. Durch die Touch-Funktion auch hier die Möglichkeit, gewünschte Filme abzurufen. Ein Highlight, der Vision Desk. Der Vision Desk ist ein interaktiver Tisch, bei dem die Besucher die Möglichkeit haben, sich durch eine virtuelle Welt zu bewegen. Und ich glaube, dass es auch für die Besucher ein wirkliches Erlebnis sein wird. Vision Works hat uns als Partner betreut, liefert alles aus einem Guss und das war für die Zusammenarbeit äußerst angenehm. Mit dem Team, mit Alexander Berzler, Franz Schwärzler und Martin Caldenazzi war es immer eine sehr angenehme und wertschätzende Diskussion und so sind wir zu einem tollen Ergebnis gekommen.